Krawalle am Tag der Eröffnung der neuen EZB-Zentrale in Frankfurt. Die kapitalismuskritische Blockupy-Bewegung hat zum Protest gerufen. Im Frankfurter Ostend, wo die Europäische Zentralbank ihren Sitz hat, brennen mindestens 2 Polizeiwagen. Mehrere Straßenkreuzungen sind nach Polizeiangaben blockiert. Die Polizei wirkte laut Augenzeugenberichten von der Heftigkeit der Gewalt überrascht. Demonstranten versuchten, das weiträumig abgesperrte Gelände der EZB zu stürmen, wurden aber von den Beamten gestoppt. Am Vormittag will die EZB ihre neue Zentrale mit einem Festakt offiziell eröffnen. Die Polizei rechnet im Tagesverlauf mit mindestens 10.000 Demonstranten. Am Nachmittag sind mehrere Demonstrationszüge geplant.